Leute, es gibt gute Neuigkeiten in Sachen Battle Pass und der Kritik daran und dass es scheinbar doch was bringt, wenn die Community zusammenhält und sich gegen Respawn und EA stellt und sagt, ey Leute, so geht's tatsächlich nicht. Wer das so ein bisschen verpasst hat und nicht mitbekommen hat, ich fasse euch das gleich ganz kurz zusammen. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf hinweisen, mein letztes Video, dort verlose ich 5 Tickets für die Global Series Split 2 in Mannheim. Ende August, Anfang September ist das ganze Event. Wie gesagt, 5 Tickets könnt ihr dort gewinnen. Wer das verpasst hat und gewinnen möchte, sollte das letzte Video auf jeden Fall noch schauen. Da könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Und was da genau zu beachten ist, erkläre ich euch in dem Video. Und jetzt möchte ich euch einen Post zeigen. Ganz wichtig, das ist nicht bestätigt. Hypermist hat es veröffentlicht vor einigen Stunden und das ist immer eine sehr, sehr gute Quelle für Informationen. Und er sagt, dass es Gerüchte gibt, dass die Änderungen am Battle Pass in Season 22 zumindest zu einem Teil geändert oder rückgängig gemacht werden. Rückgängig. Es ist noch nicht passiert, also es ist kein rückgängig machen, aber die wichtigste Information ist eigentlich für euch und das, was eigentlich, ich würde sagen, 99% der Community kritisiert haben und auch viele große YouTuber und Streamer sind auf diesen, sage ich mal, Hype-Train um den Shitstorm aufgesprungen und haben das ebenfalls extrem kritisiert. Absolut zu Recht, wie ich finde. Es gibt einen kleinen Teil, der sagt, Mensch, komm, so viel Geld ist es doch nicht. Verstehe ich auch. Für jemanden, der viel zockt und da richtig Bock drauf hat, kann ich das verstehen, dass dem das vielleicht nicht ganz so stört, weil der Battle Pass wird schon so krass überarbeitet, dass du definitiv deutlich mehr für dein Geld geboten bekommst, wenn du das alles mal so umrechnest, was du inhaltlich bekommst. Aber wir gehen mal davon aus, dass rückgängig gemacht wird, dass es nur in Season 22 möglich ist, mit Echtgeld den Battle Pass oder beide Battle Pässe zu kaufen. An wem es vorbeigegangen ist, der Battle Pass wird, wie gesagt, extremst überarbeitet. Deutlich besserer Inhalt, deutlich weniger Müll, mehr Crafting-Metalle, mehr Coins und auch legendäre, nein, exotische Splitter oder wie das Zeug heißt, diese grüne neue Währung. Aber es wird ja so sein, dass wir 2 Battle-Pässe brauchen für Split 1 und für Split 2. Jeweils 10 Euro Echtgeld und nicht mehr mit Coins zu erspielen oder zu erkaufen. Das heißt, wenn du einmal in deinem Leben einen Battle Pass gekauft hast und hast die Coins nie ausgegeben, wenn du es geschafft hast, den kompletten Battle Pass durchzugrinden, hast du das Geld wieder reinbekommen, sogar ein bisschen mehr. Und der Battle Pass hat sich reinvestiert. Und das wollte Respawn und EA jetzt ändern, sodass es nur noch mit Echtgeld kaufbar ist. Das ist eine Riesensauerei, da sind wir uns alle einig und es scheint zu funktionieren. Diese riesengroße Kritik weltweit auf sämtlichen Plattformen scheint Früchte zu tragen. Wir sollten also davon ausgehen, dass es tatsächlich so passiert und das nicht umgesetzt wird. Bestätigt ist das natürlich nicht. Sollte dort noch mal irgendeine Information durchsickern, die das ein bisschen kräftiger oder bekräftigt, sagen wir es mal so, dann melde ich mich dazu auf jeden Fall noch mal. Ansonsten sind es auf jeden Fall gute News, dass wir als Community auch wahrgenommen werden, weil das ist, glaube ich, mit so die größte Kritik in so kurzer Zeit von sämtlichen Richtungen. Es wäre wirklich eine riesengroße Dummheit, das durchzusetzen. Und das mit Echtgeld und nur mit Echtgeld zu machen und die Community zu ignorieren. Also so ignorant kann man da nicht sein. Das muss man einfach mal so sagen. Deswegen ist es ein gutes Gefühl für alle, dass die Stimme von uns gehört wird, wenn alle nur mitmachen. Und das ist eine coole Sache. Ja, hoffen wir, dass es noch eine Menge andere Probleme in Apex Legends geht, die angegangen werden. Da gibt es auch noch eine Menge Baustellen. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und vergesst nicht, bei der Verlosung mitzumachen vom letzten Video für 5 Tickets jeweils für die Apex Legends Global Series Split 2 in Mannheim. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.